bla bla bla. So. Nur noch die Theater hier in Betrieb genommen werden. Ah, ein Königreich, ich auch zu wenig Pferde. Ich meine Feinde rösten kann. Da musst du wieder Nachschub holen gehen. Gut. Warum willst du nicht? Kultur, ja, ich weiß, es muss einfach nur, das muss jetzt noch in Betrieb genommen werden. Königreich für einen Grill, auf dem ich meine Feinde rösten kann. Sehr schön, sehr schön. Nochmal einer. Jetzt rufe nach Ias. Yay. Super. Endlich, es hat geklappt. Jetzt muss nur Ias kommen. Dann ist alles gut. Schön. Gegend muss attraktiver werden. Okay. Ihr bekommt natürlich eine Allee. Bis hier. Und dann... So. Schon besser? Hm? Komm schon, das ist doch attraktiv. Ah, jetzt benötigt ihr natürlich auch Wolle. Gut. Das sollt ihr natürlich kriegen. Ein Wollhändler und ein... Ölhändler. Aber ihr bekommt keinen Zugang zur Kultur. Aber mir reicht's. Ich komme in Gymnasium. Gut. Jetzt haben wir wieder 3000 Einwohner. Wunderbar, und die stehen jetzt auch ganz schön da, muss ich sagen. Jetzt muss ich nur warten. Ich bin Jason von Iolchos und gekommen, um Ihnen so gut ich kann zu helfen. Da kommt er. Jetzt muss er natürlich zuerst in die Heldenhalle und danach geht er auf die Jagd nach diesem Typen. Ich weiß gar nicht, was unser Missionsziel ist. Talos und zwei Heiligtümer. Zwei Heiligtümer. Oase der Aphrodite kommt ganz schnell. Ein Schwein hat gesagt, wie groß das sein muss. Was könnte besser sein, als ein gut genährtes Volk zu haben? Wie viele Skulpturen? 6. Das heißt, ich will genau 4 Skulpturen einkaufen. Gut, wo ist jetzt Jason? Den habe ich natürlich wieder einmal verloren. Jason? Ne, das ist nur der Drache. Ah, die sind schon hier. Meine komplette Marmor wurde hier kaputt gemacht. Alles ist kaputt. Annehmen. Sehr schön. Jetzt kann ich hier wieder... Ja, ist gut. Architektenbüro. Und... ein paar Steinmetzen. So. Das reicht. Sehr schön, das läuft jetzt auch. Ganz gut. Jetzt stopp. Ich habe wie viele? 1, 2, 5. Gut. 5 reicht mal fürs Erste. 5. Sobald ich noch eine bekomme, wird der Handel geschlossen.
Wolle habe ich langsam auch genügend. Das heißt, ich kann, glaube ich, hier Wolle-Einkauf stoppen. Da kann ich auch den Einkauf mal stoppen. Und wo ist eigentlich... Genau, der Einkauf ist auch gestoppt. Oh mein Gott! Stopp, 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 stopp! Jetzt habe ich genügend. Gut, das geht immerhin ziemlich zügig. Ich brauche nur noch Holz und Skulpturen. Holz heißt Einkauf. Stelle ich jetzt auf mal auf 60. Wie viel brauche ich? Nur 10. Oh, noch ein Lagerhaus. Kann man ja immer gebrauchen. Ja, so. Gut. Okay, nur noch ein Heiligtum. Ich habe jetzt natürlich absichtlich nur ein kleines gemacht, damit es auch schneller geht. Ja, klar, ich hätte vielleicht, was weiß ich, was gibt es so, das größte Garten der Demeter ist aber nicht das allergrößte. Die Laube, nein, nicht Laube, sondern, der Tempel des Zeus, das ist mit Abstand das größte. So, Skulpturen wurden alle geliefert, jetzt nur noch 4 Ladungen Holz und 12 Ladungen Marmor. Das haben wir genügend, das heißt, ich kann hier stoppen. Gut. Muss nur noch das hier alles fertig gebaut werden. Hier noch die Statue und davor und dann noch der Altar. Noch 4 Holz und 4 Marmor. Das ist ziemlich schnell geliefert. Zuerst muss auch das hier mal da fertig gebaut werden. Doch länger für so eine große Skulptur. Gut, ich nehme schon eine Stunde auf, ganz okay. Ja, bald nehme ich eine Stunde auf, besser gesagt. Ah ja, das sieht auch nicht allzu schlecht aus hier, muss ich sagen. Kultur. Hätte ich irgendetwas anderes vermutet? Nein, eigentlich nicht. Was könnte besser sein, als ein gut genährtes Volk zu haben? Aha. Da kommt das Holz. Bam. Und zack. Jetzt noch 4 Marmorplatten für den Altar. Die kommen hier. Und dann haben wir schon die nächste Quest geschafft. Ja. Ist ja wunderbar. Und fertig! Und wir haben unsere Quest vollbracht. So. Weizenfarm. Ja, wieder genannt. Ah, schön. Jason hat Talos durch Entfernung des einen Nagels, der das Blut des Bronzemannes im Körper hielt, in Schrott verwandelt. In der Nacht allerdings hat sich jemand mit Talos Überresten davongemacht. Vielleicht war es ein hiesiger Bildhauer auf der Suche nach einem Extravorrat Bronze. Andererseits könnte es auch Hephaistos gewesen sein. In der Zwischenzeit ist ihr Ansehen in Griechenland gewachsen. Viele Städte bezeichnen sie als Freund und sogar der große Minos von Knossos hat ihnen die Treue geschworen. Ganz Griechenland spricht von Harmonias schönem Gewand und der Halskette, die Kadmos ihnen versprochen hat und die gerade auf dem Weg nach Theben sind. Weiter. Die Situation auf dem Berg Citeron ist außer Kontrolle. Fast der gesamte Weinvorrat Griechenlands wird dort gehortet. Und nun geschehen seltsame Dinge rings um die Stadt. Es gibt Berichte, wonach die zerfetzten Kadaver von Schafen, Ziegen und sogar Menschen in der Nähe gefunden worden seien. Die Angriffe sind zu tückisch, um das Werk eines streunenden Wolfsrudels oder wütenden wilden Ebers zu sein. Die schrecklichen Todesfälle haben das Volk vom Berg Pelion in Verstecke getrieben. Seit einiger Zeit hat niemand mehr Kontakt mit ihm gehabt. Adrastos von Argos hat den Handel eingestellt, da er das Leben seiner Händler nicht für ein paar schäbige Drachmen und Vorräte aufs Spiel setzen wollte.
Die einzige Lösung für diese Probleme ist, den Berg Citeron zu besetzen und selbst nachzusehen, was da los ist. Gut, gehen wir doch mal zur Stadt. Hui. Okay. Citeron regieren und 3 Heiligtümer. Gut, das mit den Heiligtümern werde ich jetzt sofort machen, indem ich Skulpturen einkaufe. Und, da, besser gesagt, machen wir Tiergarten der Artemis, nichts allzu teures. Ich weiß, falls sich irgendjemand beschweren will, dass es nicht schön gebaut ist, ist mir egal. Ja. Marmor wird transportiert, Holz muss ich noch handeln. Einkauf, gut. Aber wie? Ah, ich muss das regieren. Sehr schön. Oh ja, ich habe doch relativ viel. Ich muss Perpelion regieren. Was muss ich... Boah, irgendwie bin ich voll verpeilt. Citeron regieren. Citeron. Citeron. Das ist Citeron. Okay, wie du willst. Alle anwerben. Spartaner des Ares, Wache des Ares. Helden. Okay, Jason wird weg. Sidonia unterstützt mich. Den Hopliten und noch 3 Reiterkompanien. Los schicken und auf gut Glück hoffen. Oh, warte, ganz kurz. Ausspähen. Okay, nee, komm. Gleich ein voller frontaler Angriff und los schicken. Ja. Gut. So, da meine Hopliten sind weg. Hey, wo ist der Pfeil? Da. Das sind einfach noch meine Stadtwachen sozusagen. Jetzt hoffen wir doch, dass unsere Armee siegreich ist. Ich finde es schade, dass wir Herkules und Jason nicht mehr haben. Schade. Gut, könnte man hier vielleicht noch eine Residenz hinsetzen. Sehr schön. Vermutlich ist die Gegend auch noch nicht attraktiv genug. Darum mache ich jetzt hier korinthische Säule hin. Und so. Und dann hier vorne noch ein Paar. Ich verdiene Verehrung. Also. Schließlich entstamme ich direkt dem Kopf meines Vaters. Seuche ausgebrochen. Gar nicht schön. Okay, es hat doch immerhin... Nein, wir haben genügend Krankenhäuser. Aber... Lava. What the fuck? Nein! Nein, stopp! Halt! Meine Stadt! Kaputt! Fuck! Scheiße! Gott! Da komme ich natürlich nicht mehr durch. Muss ich alternativ Wege finden. Also hier abreißen. Das hier auch so. Siegreiche Krieger kehren zurück. Ist ja wunderbar. Gut, der muss hier weg. Wo kommen sie? Schon weg? Oh, da sind sie.
Fuck. Muss das jetzt sein? Komm schon. Ja, das noch weg. So ist jetzt gut. Kann ich jetzt die Straße bauen? So. Das kostet Nerven. Diese Lava, da können wir nichts darüber bauen. Einfach gnadenlos. Mitten durch meine Stadt. Einfach Marktplatz zerstört. Häuser zerstört. Einfach alles flach. Bam. Kredit überschritten. Es läuft zum Kotzen. Jetzt gerade. Gott, das gibt Kopfschmerzen. Ja, ich habe Kopfschmerzen, merke ich gerade. Das soll sehr schön. Nur noch das hier muss fertig gemacht werden. 6 Skulpturen. 2, ja, genügend. 20 Marmorplatten. Wie viel? 13 und 16, genügend, sehr schön. Wie viel Holz brauche ich noch? 12. Ich habe hier 12. Okay, ich kann Handel einstellen. Stopp. Und zack. Ja. Okay, ich muss das jetzt sofort abreißen und Das da. Schon wieder eingestürzt. Nein. Nur nicht das Lager. Auf keinen Fall mein Lager. Man kann in einer Stunde Spiel mehr über eine Person erfahren, als wenn man sich ein ganzes Jahr mit ihr unterhält. Okay, das kann ich jetzt alles hier abreißen. Ah, jetzt geht die Lava weg. Ja, immerhin. Oder geht's überhaupt weg? Ich glaube nicht. Das kann ich auch wegmachen. Das noch weg. Das auch weg. Das hier weg. Überhaupt das hier oben. Das kann komplett weg. Ist das auch nicht nötig. Das benötige ich einfach nur wegen meinem Lager hier. Fuck. Das ist hart. Immer noch verschuldet. Ja, ich weiß, tut mir leid, aber falls ihr es nicht gemerkt habt, erstens sind wir Griechen und zweitens, sie haben bereits zu viele Arbeitskräfte. Gut. Attraktiver. So muss das werden. Jetzt losschicken. Alle anwerben. Und losschicken. Ja. Was, wir benötigen schon wieder Talos. Oh, nicht schon wieder, nein. Welche der Götter, die hier verehrt werden, könnten sich mit mir messen? 8 Marmorplatten noch. Sehr schön. Fertig. Jetzt noch 4, oder? Ja, war klar. Da kommen sie schon und dann haben wir schon wieder die Quest abgeschlossen. Wunderbar. Zwar richtig zum... Handel mit Argos. Okay. Zwar richtig scheiße, sozusagen, eigentlich. Weil... Nee. Also, ernsthaft, das war jetzt nicht nötig, dass unbedingt diese Lava kommen muss. Vor allem, kein Vulkan ist in der Nähe, die kommt einfach so vom Bildschirmrand. Gut. Okay. Schrecken. Unaus-
unaussprechlichen Schrecken haben sie auf dem Berg Citerum gefunden. Irrsinnige Frauen, die sich Menaden nennen, haben trunken des Weines mit Wonne die Leiber ihrer unschuldigen Opfer in Stücke gerissen. Nach ihrer Invasion mussten diese Dienerinnen des Dionysos den Berg Citerum verlassen, wurden in ganz Griechenland verstreut und setzten ihre Schreckensherrschaft fort. Gut. Die Angst lähmt fast ganz Griechenland. Die Menaden sind überall und legen in ganz Griechenland Städte in Trümmer. Jetzt hat Dionysos seine Menaden zum Angriff auf Theben gesammelt, um sie für die Zerstörung ihrer Heimat zu bestrafen. Wenn wieder Normalität einkehren soll, müssen sie diese schrecklichen Ungeheuer irgendwie töten und den Völkern Griechenlands das Gefühl der Sicherheit zurückgeben, damit Handel und diplomatische Beziehungen wieder aufgenommen werden können. Gut. Ja. Da sind wir wieder zurück. Neues Spiel, Lava ist immer noch hier. Gut, ich mache hier einen Aufnahmestopp. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!